Hallo, du bist beim Golf mit Freude. Heute bin ich in Kapstadt, mein beliebter Kapstadt. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Weinregion und auf dem Weg habe ich diesen Golfclub gesehen, hier in Paar, der ein sehr schön Pitching-Areal hat. Und ich konnte natürlich diese Gelegenheit nicht auslassen, um dir einen ganz wichtigen Tipp zu geben. Und dieser Tipp geht um den Golfschwung lernen, den Golfschwung umsetzen. Und richtig umsetzt. So wie du bestimmt schon bemerkt hast, du hast einen Schwunggedanke. Irgendein Tipp hast du von YouTube gelernt, gesehen oder dein Trainer hat es dir gesagt und dann bist du beim Trainieren. Ich habe das Glück, jetzt bei gutem Wetter zu spielen. Vielleicht ist es bei dir Indoor. Egal, du stehst über dem Ball und du musst zum Beispiel daran denken, beim Abschwingen die Arme zu senken. Aber dann während der Schwung ist, während du versuchst, das zu tun, ist es so schwierig, andere Dinge auszublenden. Der Mitspieler, Geräusche, andere Schwunggedanken und oft das Ziel. Oft, wenn man das Ziel da hat, beeinflusst das den Schwung. So mein Tipp für dich ist, geh mit deinem Golfschwunggedanke auf die Range. Oder Indoor. Du weißt, was du tun musst. Und dann, wenn du den Schwung machst, mach bitte deine Augen zu. Nur das geht wirklich. Ich spiele jetzt auf die linke Fahne hinten. Das sind 50 Meter. Ich werde jetzt pitchen. Und ich werde jetzt pitchen mit Augen zu. Und ich denke jetzt an meinen Schwunggedanke. Mein Schwunggedanke ist früh zu Winkel. Und den linken Arm gerade zu lassen. So, das Ergebnis war brauchbar. Ich konnte aber voll mich auf meinen Winkel und Arm konzentrieren. Das Ziel war nicht mehr im Spiel. Ich konnte mich nur auf mich konzentrieren. Und das ist Gold wert. Und du denkst bestimmt jetzt, ich mach's wieder, wenn ich das tue, wohne, flick. Guck mal, das war mein bester Ball mit Augen zu. Du denkst bestimmt, wenn ich das tue, werde ich den Ball gar nicht treffen. Das ist gar nicht wahr. Ich mache dies mit Schülern, mit hunderte Schülern seit über 20 Jahren und es klappt fast immer. Wenn du ein Gefühlsspieler bist, wenn du dein Gefühlssinne verwendest, wird das für dich überhaupt kein Problem sein, den Ball zu treffen. Du wirst den Ball treffen. Manche Leute, die nur die Gucken-Sinne verwenden, die haben schwer, gebe ich zu, aber auch wenn du nur visuell bist, macht es auch. Wenn du den Ball triffst, ist doch egal. Du hast den Ball nicht angeschaut. Aber ich will einfach, dass du mit geschlossenen Augen an deiner Bewegung dich voll konzentrierst. Ja, da habe ich den getoppt, aber das Ding ist, ich übe eine Sache jedes Mal. So bitte, nächstes Mal, wenn du trainierst, mach die Augen zu, denk an diese Stunde und nachdem du ein Gefühl für den richtigen Schwung bekommen hast, dann kannst du natürlich mit Augen aufspielen. So, bald mache ich hier in Kapstadt ein Video, noch ein Video für dich. Bis dann, viel Spaß beim Trainieren.